Der Mai wird zum literarischen Wonnemonat in Cottbus. In 14 Veranstaltungen erwartet Interessierte neben Lesungen aller Art und einer Schreibwerkstatt auch ein gratis Comic-Tag. Der Höhepunkt der Reihe ist die Veranstaltung Brandenburg liest am 21. Mai. Diese findet in diesem Jahr in der Stadt- und Regionalbibliothek Cottbus statt. Dabei handelt es sich um eine lange Nacht der Literatur, bei der bekannte Autorinnen und Autoren ihre Bücher in Kurzlesungen zwischen 15 und 45 Minuten vorstellen. Außerdem werden gestandene sowie junge Dichterinnen und Dichter aus Cottbus und der Lausitz vor Ort sein. Die Vorfreude ist jetzt schon groß. Das Format Brandenburg liest, das ist keine Eintagsfliege. Es hat schon mehrfach in Cottbus stattgefunden. Nach der Kneipe Zelig und dem Gut Branitz freuen wir uns riesig, dass wir als Stadt- und Regionalbibliothek hier in der Berliner Straße 1314 Brandenburg liest, den Lesemarathon, die lange Nacht der Literatur, präsentieren können. Neben ZDF-Journalistin Nicola Albrecht, Liedermacher und Autor Reinald Grebe oder Dichter Christian Pech werden auch junge Leute der Cottbuser Literaturwerkstatt zu Wort kommen. Unterstützt wird die Bibliothek bei solchen Großevents von ihrem Förderverein. Dieser hat bei dem Leseabend eine ganz wichtige Aufgabe. Konkret die Veranstaltung am 21. Mai betreut der Förderverein personell und mit seinen ganz besonderen kulinarischen Leckereien. Wir betreuen nämlich die Kostbar. Also im wirklichen Sinne wird dort gekostet und es wird also einen Barcharakter geben. Und ich denke, dass die Gäste, die da sind, auch besonders leckere Dinge und mal so kleine Sachen auf dem Weg mitnehmen können, damit die gestärkt sind. Und natürlich betreuen wir den Buchverkauf. Das heißt, alle, die kommen, sollen auch ein paar Euros mehr einstecken, weil es gibt natürlich alle Bücher, die dann auch zum Signieren zur Verfügung stehen. Und natürlich für Leib- und Magenspeis wird gesorgt. Alle Bücherfreunde sind herzlich eingeladen, in dieser langen Nacht der Literatur zu lauschen. Der Einlass startet um 17 Uhr. Die Karten zur Veranstaltung gibt es für 20 Euro im Vorverkauf oder an der Abendkasse in der Stadt- und Regionalbibliothek.